Hallo Frankfurt, wir sind heute unterwegs in Sachsenhausen bei dem japanischen Restaurant Bigourmet und hier gibt es Donburi. Donburi ist im 17. Jahrhundert ungefähr entstanden, in der Edo-Zeit, wurde hauptsächlich von den Handwerkern damals gegessen. Das heißt also, es war wirklich so eine Stamina-Portion, also es war sehr einfach zu, ist ein sehr einfaches Essen, heißt also, es geht schnell zubereitet. Und man braucht nicht viel, um es zu essen. Also es wird nicht viele Schüsseln. Also es kommt alles in eine Schüssel rein. Ich würde sagen, wir reden nicht mehr länger drum rum, sondern probieren das Ganze mal und schauen, wie es schmeckt. Also das schmeckt wirklich ganz hervorragend. Angenehme Schärfe, total interessanter Geschmack. Dafür gibt es auf jeden Fall schon mal eine klare Empfehlung. Dominion. Das ist ein israelisch-veganes Restaurant. Wir gehen jetzt zu unserer kleinen Küche. Das ist unser Barbereich. Das, was wir jetzt machen, diese Art Fleisch, das kein Mensch kann den Unterschied zwischen das und einem echten Fleisch, wenn er das vorher nicht wissen, das geht nicht. Unser Hauptprodukt hier ist der Hummus, was ist täglich frisch zubereitet. Vegan kann sehr gut lecker sein, vegan kann auch nicht lecker sein, genau wie tierische Produkte. Es kommt darauf an, nicht was das ist, es kommt darauf an nur, wie man das zubereitet. Okay, so hier haben wir unsere klassische Beyond Burger. Beyond Burger ist ein Produkt aus Erbsenprotein. Das ist Dominion Mix. Hier haben wir einen Spieß mit Außenpilzen. Da sieht man hier die andere Spieß, man sieht Kebab. Beeindruckend. Ich habe jetzt hier als erstes die Weizenproteine vom Shawarma probiert und ich dachte ja vorhin in der Küche, er verspricht mir zu viel, aber es ist tatsächlich, wie er gesagt hat, man merkt keinen Unterschied. Das hier vor mir sind Seeigel und die werden wir heute essen. Wir sind heute bei einem traditionellen japanischen Sushi-Meister, nämlich in der Oyster Lodge in Bad Vilbel. I think the most important thing is passion and patience, that way. So there is no shortcut to be sushi chef, I think. But if someone has passion, then can make the time shorter. Was wir jetzt hier zubereitet haben, ist die Mitnahmebox. Das ist einfach der aktuellen Situation geschuldet. Darin befinden sich einmal die Nigiri mit Fisch, dann haben wir Maki mit Gurke und mit Kürbis und dann haben wir einmal Don mit Seeigel, einmal Don mit Kaviar und zum Abschluss gibt es dann noch das Frankfurt. Hier neben mir, das ist Fujita-san und das ist der Kollege von Suzuki-san. Ihr erinnert euch vielleicht, wir waren neulich unterwegs bei dem Restaurant Bigourmet und sind heute unterwegs für euch in Frankfurt, Sachsenhausen bei einem original japanischen Kaiseki-Restaurant. Kaiseki to wa omotenashi no seishin da to moimasu. Omotenashi no seishin というのは お客様が今過ごされている時期、夏、春、夏、秋、冬のシーズンに合わせたお料理を、料理を通じて、お伝えすることだと思います。So, Freunde, jetzt wird's spannend. Ich habe jetzt hier vor mir das sagenhafte 7-Gänge-Menü und wir werden das Ganze jetzt zusammen probieren und ich werde euch jedes Gericht vorstellen und auch natürlich sagen, wie es mir schmeckt. Diese unsere Vorspeise, ich erkläre. Das ist Eier Omelette mit Dashi. Dashi ist Fischbrühe. Fischbrühe und Eier Omelette. Und das ist Grüne ist das ist Wildbrokkoli. Wildbrokkoli eingelegt Dashi Soße. Auch ist Fischbrühe. Ganz exquisiter Geschmack. Wirklich auch sehr abwechslungsreich gestaltet diese Vorspeisenbox. Also dafür gibt es auf jeden Fall schon mal einen ganz klaren Daumen nach oben.